Oh, ein Wunder ist geschehen. Es geht weiter mit dem Let's Play der Folge 39 von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben nämlich das letzte Mal hier vor dem Schrein aufgehört und wir machen nämlich hier gleich weiter. Schrein haben wir abgeschlossen. Wer irgendwelche Folgen verpasst hat, kann gerne in der Playlist nachgucken, weil wir gehen jetzt da vorne zu Sidon. Weil wir sind ja auch den ganzen Wasserfall nicht nach oben geschwommen, sondern haben so einen Weg genommen. Gehen gleich mal hier schnell zu ihm, weil das ist eigentlich unser nächstes Ziel. Was macht er denn da hier? Okay, mal gucken. Zwischensequenz. Bist das wirklich du? Sieh du, Prinz der Zora, sehr wohl. Ich freue mich so sehr, Link. Ja, ich auch. Wir freuen uns doch alle, ne? Das war die Zwischensequenz des Jahres. So schnell geht das Ganze, ne? Okay, ach Link, wie lange ist es her? Es hieß, du seist spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ja, ich war ja auch weg, jetzt bin ich wieder da. Und ich, Dreamo, bin auch wieder da. Ist doch schön, oder? Ja gut, ich habe vieles mit Mario Kart zu tun gehabt und auch mit ein paar anderen Sachen, aber jetzt geht's ja auch wieder ein bisschen weiter. Sag schon, was ist passiert? Ja, so, Zelda ist verschwunden und so, ja, und das mit Schloss Hyrule und so. Ah, so ist es also, unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Ja, Thema Miasma. Und später warst du auf einer Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte? Yes. Der Himmel, ob dort die Wurzel allen Übels zu finden ist oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme, ich weiß es nicht. Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwimmenden Inseln mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Daher trug ich einen Sora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in der Verbindung stehen könnte. Ja. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben erhält. Die Quelle des Wassers, aber da vorne haben wir viel Schlamm da zu sehen. So viel Wasser und der nimmt den Schlamm da vorne nicht weg. Das ist schon ein bisschen creepy. Also ziemlich komisch hier. Und ich setzte meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm von Wasser zu trennen und es zu läutern. Ja, ich sehe, was du da gemacht hast. Ist immer noch ein ziemliches Schlamassel. Wer versteht den Joke hier, ne? Sollte ich auch nun einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammassen erstickt werden. Ja. Da bin ich derzeit Gefangener dieses Orts. Ja, du Armer. Mir sind die Flossen gebunden. Ja, ich sehe es, wie sie dir gebunden sind. Doch eine Sache noch, Link. Hey, man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Giotto oder Giotto. Sag mal, Giotto, klingt doch cool, oder? Er sollte am Totosee seine Studien nachgehen, nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Okay. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen, Link. Besuch mich gerne jederzeit wieder. Ich dachte, das Spiel geht jetzt irgendwie weiter, jetzt muss ich wieder jemanden suchen, was ist denn hier los? Ja. Da haben wir jetzt wieder einen Log-Eintrag bekommen. Das heißt, da unten steht auch, mit Giotto sprichst, da fährst du wieder mehr. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie da noch auf der Karte angezeigt wird, aber ich glaube nicht. Da müssen wir selber zum Totosee jetzt mal gehen und da werde ich mal schauen, wo man den genau findet. Hier liegt auch noch so ein bisschen so ein kleines Notizbuch rum. Da steht auch, aber der Gebirgsweg zum Totosee, an dem Dumja sich aufhält, ist mit Schlamm überzogen. Das heißt, wir brauchen diese Wasserbomben wahrscheinlich dann wieder. Hier wird auch geschrieben, ein Besuch dort ist nur ratsam, wenn man Wasserfrüchte in ausreichender Menge mit sich führt. Ich habe jetzt mal 16 Stück. Ich weiß nicht gerade, wo man die genau bekommt. Ich hoffe, das reicht.
Ich bin jetzt hier noch nach oben gelaufen zur Statue hier von Mipha da oben. So konnte man da hinten irgendwie dort bei Sido nach oben laufen. Und anscheinend gibt es hier irgendwelche speziellen Fische. Ich glaube, die brauchen wir, glaube ich, auch irgendwie für irgendwie dieses Zora-Gewand, wo man herstellen muss. Da gab es ja auch eine Info im letzten Part. Da vorne sind Fische jetzt. Meinen die echt die? Ja, die sind aber ziemlich scheu gerade. Das Einzige, was man hier vielleicht machen könnte, ist, die vielleicht mit Bomben da rauszuholen. Oder mit Elektrizität hätten wir ja auch. Das ist das Beste hier gegen so Fischer hier so schnell. Okay, also einen haben wir hier erwischt, den anderen weiß ich jetzt nicht. Sag mal, uralter Arowana. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir jetzt genau exakt brauchen. Klar, man kann sie ja auch so wahrscheinlich da holen, oder? Ja, kann man natürlich auch so, oder? So wie es die alten Jäger gemacht haben, ne? Ja, das ist der richtige Fisch gewesen, der uralte Arowana-Fisch. Aber ich muss sagen, ich habe so einen schon mal gefunden, weil es hat, ich habe ein Foto noch davon gemacht und da gab es eine Anzeige, dass ich den schon mal irgendwo noch gefunden habe. Ich glaube, irgendwo im Himmelsgebiet oder so noch. Aber jetzt habe ich ihn ja auch. Und dieser Totosee, der befindet sich hier, gerade wo ich eigentlich da bin, vor dem Schrein da oben links. Wurde ja auch gesagt, nordwestlich. Aber wisst ihr was? Ich glaube, da kommt man von da unten wahrscheinlich da irgendwie hier nach oben. Vielleicht hier irgendwie nach oben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier gerade Schlamm ist oder Wasser ist. Das ist hier schon Wasser, aber vielleicht kommt man hier irgendwie mit dem Wasserfall nach oben. Also ich gehe mir jetzt mal schnell diese Rüstung machen. Ich habe bei Soras irgendwie da noch so ein Kind gefunden. Die vermisst irgendwie ihren Sasan, ihr bester Freund. Aber die hat mir keine Aufgabe oder so gegeben. Das ist einfach so ein versteckter Platz da unten noch gewesen, den ich das letzte Mal gar nicht gesehen habe. Hat einen eigenen Pool da unten, ne? Vollgechillte. Aber wo sind jetzt die anderen hier? Die Ladies sind ein Stockwerk höher. Da unten ist irgendwie, glaube ich, der Kremlladen oder so, glaube ich. Da mir, ja, da unten irgendwie der Laden und da irgendwie da oben sind sie da versteckt gewesen. So, jetzt mal schauen, was sie hier sagt. Oh, guten Abend, Link. Ja, ich habe ihn. Hier, der uralte Arowana. Oh, wie schön. Mit diesem Fisch kann ich schon jetzt Vorrüstung endlich vollenden. Vollenden? Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überprüft und nicht lange dauern. Tuck, 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 oder? Ja, sieht so aus. Wassertauglich wie neu. Ja, hallo, ich hatte so eine schon bei Breath of the Wild. Einwandfrei repariert. Da haben wir sie. Wasserfälle hoch zu schwimmen. Geil, so kann man natürlich viel, viel mehr hier abkürzen. Bitte schön, nimm uns alle Segen für deine künftigen Taten. Begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Yes. Die Zurrüstung gestattet es Heliana, wie die Wasserfälle hinaufzuklimmen. Natürlich weißt du... Ja, sicher weiß ich das. Okay. Jetzt. Ein Schlammwasserfall kann man leider nicht heraufschwimmen. Ja. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können. Link, auch wenn er etwas trüb ist. Ja, weil da komme ich nämlich dorthin, wo ich eigentlich hingehen muss. Das ist wahrscheinlich genau der, wo ich auf der Karte gesehen habe. Ich hoffe, dass die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin helfen kann. Yes. Ha, dann bin ich ja richtig hier jetzt auf dem Weg, ne? Und hier werden wir hinauf schwimmen. Und ich muss auch sagen, die Rüstung sieht richtig nice aus. Und ich bin jetzt hier, ne? Da unten war sie irgendwie und da kommt man eigentlich hier. Da kommt man hier nach oben und dann gleichzeitig zu diesem Totosee. Dann werden wir das ja mal ausprobieren. So. Und da haben wir, was ist das hier? Irgendwas ein Damm. Ja. Okay. Das wird jetzt eine erste Aktion. Und jetzt schneller. Nein, hin mit A nach oben. Geil. Schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn, hey? Jawohl. Wow. Man kann sogar den Dings, den Gleiter hier noch benutzen. Los geht's. Ist noch nicht ready. Jetzt. Wie cool ist das denn? Oh, ich muss da nur reinlaufen. Also reinfliegen. Wie cool ist das denn, hey?
Ja, so kommt man natürlich schnell zu diesem Toto-See. Ich muss nicht nach oben drücken, der macht das selber eigentlich. Steuern kann ich hier... Ah, ich kann sogar nach links und rechts noch steuern. Und ich finde es geil, wenn er so nach oben jumpt. Weißt du? Oh, 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 was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, jetzt haben wir eigentlich sehr richtig, also geradeaus. Und da vorne ist meine Ansprechperson. Hey, das ist immer so geil, wenn man so auf dem richtigen Weg ist. Hey, einen Moment noch schnell, mein Lieber. Die haben da extra diese Wasserbomben hier platziert. Wasserfrucht. Splatoon. Was ist da oben los bei dir? Ja. Der Hype ist real, der Hype ist real. Wir sind auf dem richtigen Weg. Was ist denn hier los? Muss ich hier in den Himmel gehen oder was ist hier los? So, das sind meine Bodyguards hier, ne? Oh je, ich bin dumm, ja. Ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Ich kann aber bei meinem Forschen nicht etwas vorsichtiger sein. Ja, wieso denn? Huch! Du bist ja nicht sie, ne? Ja, hat mich jemand bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Ja, der Lauscherlink. Also bitte nicht falsch verstehen. Chiatto sagte, es werde für die Untersuchung und fasst dabei alle möglichen gefährlichen Sachen an. Als seine Wache macht mich das ziemlich nervös. Darum habe ich mich ein wenig beklagt. Ruin? Also, siehst du das Loch da? Wo? Okay, zeig's mir. Oh, ist dort jemand dort irgendwie verschollen oder so? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Interessant. Und dann leitet Prinz Sidon eine Untersuchung ein. Was läuft dort? Das ist das Fachgebiet des Gelehrten Chiatto. Daher ist es wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Okay. Ja, dann muss ich ja dorthin gehen, ne? Was ist denn dort los? Dann ziehe ich mich aber hier schnell um. Immer das Richtige schnell anziehen. Haben wir das ja so. Oh, gibt es ein Rätsel oder so? Hallo, eine uralte Zora-Tafel. Bist du der Richtige? Okay, gut, sie hat schon dorthin gezeigt. Das heißt, um hier in der Story weiterzukommen, müssen wir auch gleichzeitig Nebenquests erfüllen. Du hast eine Nebenquest, das wird langweilig. das ist ja der komische Typ, den haben wir auch gleich bei den Zoras kurz gesehen. Diese eleganten Schwinge, eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und hinterlassen, red nicht so viel. Stelle dich auf das Land des Himmelfisches, Tropfenwasserbrücke des Himmelfisches. Himmelfisches? Puh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lösbar, ne? Oh, Link, hohoho. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Okay. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel des Zoras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur so wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt dazu nur tun? Die zerbrochene Steintafel. Ein Rätsel der Rätsel. Was soll ich da nur tun? Ja, was soll ich jetzt nur tun? Der Text ist und bleibt unleserlich, falls nicht irgendwer die Steintafel wieder vervollständigt. Wenn sich doch nur irgendwo ein weiteres Teil der Steintafel finden lassen würde. Ja, das heißt, wir müssen hier unsere Hand benutzen, wahrscheinlich. Oder sie ist irgendwo hier versteckt. Das heißt, ich schaue mich mal hier um. Ja, das ging keine 10 Sekunden und da oben rechts ist schon hier was versteckt. Da ist sie doch. Oh, es ist hier. Ich komme sie, ich blicke nicht raus, ich stecke fest. Nicht so komisch hier. Das geht ganz leicht mit solch einer schönen Frucht. Nehmen Sie hier und rein damit. Sehr schön. Können wir es noch, ne? So, hey. Sie. Kommen Sie mit. So, hier wird eine Pizza serviert. Oder in anderen Worten, hier können Sie eine Pizza drauf machen. Hier, für Sie. So, sind Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden? Ja,
Du kannst sie nicht halten, ne? Du wirst zu schwach dafür. Du hast nicht so gute Kräfte wie hier, Link, ne? So, hier Puzzlestück einsetzen. Easy. Jawohl. Ach, so große Augen, ne? Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ja, das macht 50 Euro, bitte. Oh, jetzt kann man, jetzt ist die Inschrift lesbar. Ja, es war vor. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Okay, ist das irgendwie wichtig für mich? Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Okay, interessantes Rätsel. Für die Leute, die natürlich das Spiel durchgespielt haben oder hier auch schon durch sind, hey, bitte keine Spoiler. Außer ich würde es euch in der Folge mitteilen, dass ich komplett nicht weiterkomme oder so. Dann kann man mir gerne in den Kommentaren weiterhelfen. Ein bisschen Rätsel muss ich ja auch. Aber wenn die Alarmglocken bei mir läuten, Hilfe! Dann könnt ihr natürlich schon unter die Arme greifen. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Okay. Das ist ja umwerfend, ein Weg in den Himmel. Eine mögliche Sperre zu erklimmen. Also irgendwas mit einem Ring oder so stand doch, glaube ich, wo man irgendwie da irgendwann vielleicht was mit was Königliches machen muss. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Textnot uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Ja, Rätsel, Rätsel. Das kannst du dann ein bisschen selber lösen, ne? Was genau mag mit all den Begriffen gemeint sein? Wie sollen die Schriften durchgeführt werden? Ja, was bin ich denn hier? Ich bin der Kämpfer, nicht der Rätsler. Fest steht, dass hier die Rede vom Symbol des Königs ist. Ja, Symbol des Königs. Ich bin ein Angestellter davon. Obwohl seine Hoheit König Dore von mehr dazu weiß. Wer ist das? König Dore von... So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Okay. Die zerbrochene Steintafel. Jetzt ist der König wieder zurück, oder was? Hinweise über den Himmel. Okay, jetzt müssen wir jetzt direkt ins Dörfchen gehen, oder was? Scheiterrät den König der Offen zu fragen, was es mit dem Symbol des Königs auf sich hat. Okay, jetzt ist der König dann dort oben, ne? Ist wahrscheinlich so ein richtiger, gut gebauter Fisch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber gehen wir wieder zurück zu den Zoras ins Dorf. So, jetzt bin ich ganz nach oben gelaufen hier bei den Zoras und da sind die drei kleinen Kinder. Da ist noch nicht der König. Hier ist zwar sowieso, ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier ist kein König. König Schlacht, boah, Dora von Kick, hua, der König ist knallhart, boah, hua, hua. Oh nein, ich hab verloren. Plitsch, platsch, schlimm, schlamm, schlimmer, schlimmer, schlammer, schlamm. Wow. Grrr, schreckliches Monster, diesmal bist du über mir. Spielen die hier für ein kleines Spielchen hier? Ich muss mich zurückziehen, auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher und... wer bist denn du? Was ist los? Wir haben schon genug Leute ich bin König Dore von Spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Hallo, lass mich auch mitmachen, ihr kleinen Racker. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg. Sonst verbannt dich der König ja wohl. Oh, was ist das für eine innere Stimme von denen? Link geht weg. Hey, was soll das? Ich bin doch hier richtig. Ich bin doch irgendwie da zu oberst jetzt. Da ist doch der Königsplatz, oder nicht? Okay, da kommt jetzt wieder dasselbe hier. Das skippe ich jetzt. Also ich bin jetzt hier nochmal zu Sidons, ich glaube Verlobte ist es, glaube ich, oder Frau schon, ich weiß es nicht mehr so genau, gegangen. Und die hat ja noch gesagt, seine Hoheit soll das Dorf verlassen haben, um dem Ursprung des Schlamms auf den Grund zu gehen. Da sein Volk so arg mitgenommen sei, wollte er diese Last alleine schultern. Er ist wahrhaftig wie sein Sohn. Ein so herzensguter, starker König, jeder hier im Dorf sehnt bereits seine Rückkehr herbei. Ja, wo ist er? Sogar unsere Kinder haben ihn lieb. Sie spielen oft im königlichen Thronsaal. Ich bin König Dore von. Darf ich sonst noch... Ah, es stand eben bei ihr, gab es eben so Auswahlmöglichkeiten auf der rechten Seite und dort habe ich noch König Dore von draufgeklickt. Vielleicht kann ich jetzt zu den Kindern nach oben und dann geht es weiter. Muss man wirklich hier die kompletten Dialoge alle lesen oder irgendwie? Das ist richtig krass, wenn das jetzt wirklich so ist.
Ja, ich habe jetzt mal ihre Dialoge nochmal durchgeskippt, irgendwie, also auch das mit der Zora-Rüstung. Mal schauen, was sie hier noch sagt. Okay, jetzt hat sie keine Dialoge mehr, jetzt ist alles durch. Ich kann nicht mal mehr mit ihr reden, oder? Ah doch, jetzt kann ich noch mit ihr reden, oder? Ah doch, jetzt kann man da wieder durch. Aber vielleicht kann ich da oben was bei den Kindern machen, ich weiß es nicht. Jetzt kommt ein anderer Dialog. Jetzt kommt, hey, Leck, was machst du denn hier? Hast du uns etwa gelauscht? Wir haben keine tollen Geheimnisse besprochen. Oh nein, niemals nicht. Tu einfach so, als hättest du nichts gehört und hör nicht damit auf, ja? Shit, das stimmt nicht. Aber sie haben etwas gesprochen, was ich da mitbekommen habe. Sie haben hier von einem Geheimhaus gesprochen. Hey, das ist aber ein fieses Rätsel. Was muss ich jetzt hier machen? Und wenn man wieder zu den Kindern geht, dann steht aber hier wieder was Neues. Um mein Haar hätte ich mitgekriegt, wo sich König davon versteckt. Sie haben doch gesagt, dass ich, glaube ich, weiter lauschen darf oder so, oder? Das ist ein Riesengeheimnis. Und keiner hält Riesengeheimnisse so riesig gern wie wir. Ja, man soll hier weiter lauschen, nicht weggehen. Genau, wir halten dich wie Miesmuscheln. Und es wäre mies, wenn jemand unsere Geheimnisse fährt. Also pst, wir müssen sie weiter belauschen. Was für ein Geheimnis denn? Ich weiß von keinem Geheimnis, überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich muss sie weiterhin belauschen. Das Spiel möchte mich da irgendwie immer... Er speichert immer unten, wenn ich dorthin gehe. Ich gehe jetzt einfach mal auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Von jeder Seite ein bisschen zu lauschen. Und keiner weiß, dass König Dorama sich genau dort versteckt. Wo? Oh, was sagt's mir? Wir haben schon genug Leute zum Spielen. König Dorama zum Spielen. Keiner kann nichts machen. Das hat er schon gesagt. Muss ich von der anderen Seite den lauschen? Oder wie das kann hier sein? Und da was Geheimnisse gehört. Und zwar, Mist, die sagen wirklich das Gleiche hier wieder. Ich meine, hier sagen sie, tu einfach so, als hättest du nichts gehört und hör nicht damit auf, ja? Vielleicht muss man die von jeder Seite belauschen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt da hinter diesen Thron da gegangen. Vielleicht kommt jetzt ein neuer Dialog oder so. Die Entwickler möchten, dass sie von jeder Seite hier hören, oder ich weiß es nicht. Schon ein bisschen creepy jetzt gerade. Seht, jetzt bin ich da. Da, zuhören, da steht zuhören. Das ist jetzt vielleicht richtig. Oh mein Gott. Schau, wie Link guckt. Aha, aha. Jetzt kann ich nämlich hier A drücken. Vorher kam immer der automatische Dialog. Ich habe die Heldentat vollbracht, hurra. Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt. Was tue ich nun? Mega schlau gemacht. Ich muss da hier hingehen. Hey, und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal im Internet nachgeguckt. Ich bin bis jetzt immer weitergekommen. Zönig der Tore von zettet euer Zeben, zwimmt in euer Zersteck. Hey, so redet Mutsu doch gar nicht. Mach's gefällig richtig. Hm, wieso muss ich überhaupt Mutsu und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Laruta sagt ja auch, hey, sag's mal. Wie hieß das nochmal, wo König Dore von sich versteckt? Jetzt, sag's mir! Also, ich weiß das noch. Seine Hoheit hat es mir ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das hieß, ja, irgendwas mit Krawall, Kristall, Kristallwasserpalast. Okay, da kommen wir gleich zum nächsten Palast. Kristallwasser, ruhig. Das klingt schön, ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt. Aha, da gibt's schon den nächsten Hinweis. Dabei ist das Wasser im Umfeld des Dorfes ist so größtenteils mit Schlamm verdeckt. Okay, also irgendwo muss es noch kleines Wasser haben und dort sei er versteckt oder so. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Huh, was für eine Suchaktion jetzt. Und es soll da auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Okay. Super geheim und super aufregend. Ja. Also ein Geheimgang hinter einem Wasserfall. Hui, das ist aber wirklich aufregend. Und ob... aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht... Ja, hey, darüber dürfen wir doch nicht sprechen. Darüber dürfen wir nicht sprechen. Mutz hat uns doch 100-mal gesagt, kein Wort über das Versteck. Kein Wort zu keinem. Sei doch kein Frosch. Hört doch eh keiner zu hier, höchstens Fischlein im Wasser.
Gut, dann wieder von vorn. Ich bin wieder der König und ihr zwei seid diesmal... schon wieder, ich will was anderes spielen. Okay, jetzt haben wir Hinweise bekommen, die hier auch im Tagebuch versteckt sind. Wir haben nämlich hier zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf befindet sich ein Wasserfall, hinter dem ein Geheimgang in den Palast zu geben scheint. Okay. Ich bin jetzt nochmal kurz zu Sidon gegangen, nach oben, um mit ihm zu reden, weil dieses Donnerhorn, das befindet sich auch hier in der Umgebung. Und ja, Yona ist seine Verlobte. Hier wird ja auch gesagt, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf, also dazwischen, ne? Und das einzige klare Wasser, was man hier sieht beim Donnerhorn, dazwischen vom Dorf, also muss das hier irgendwo versteckt sein. Das sind ja auch so Wasserfälle, die hier irgendwo hier sind, also entweder ist er da oder da versteckt, sage ich jetzt mal. Und hier ist eigentlich der erste Wasserfall, also wenn jemand hier nach oben geht und hier schon da oben ist mit dem Teleporter. Schauen wir mal da unten nach, ob wir hier was sehen. Hier sieht es noch nicht so aus, als könnte man da irgendwo rein. Da hat es relativ viele Fische. Aber das sieht nach einer sehr klaren Stelle hier auch aus. Und wer bist du denn da vorne? Also König Dora vorne. Ja, was ist hier los? Ist da hinten nicht was versteckt? Werde ich noch einmal schnell gucken. Aber weißt du, wenn die Fische bringe? Ja, ihnen Fische bringe. Zack, okay, mal schauen hier. Es geht um das Spiel hier wieder. Er sagt ja auch, bei diesem Spiel ging es um Schlamm, Schlamm und Monster. Das hatten wir ja auch. Also bei dem Wasserfall war mal nichts. Gehen wir weiter. An der gleichen Stelle, wo dieser Wasserfall hier da vorne endet, da ist hier rechts irgendwie so ein Teil. Das sieht schon sehr verdächtig aus hier. Da ist wie so ein kleiner auch Bereich. Ich habe das Gefühl, hier wird man reingehen können oder so. Ob man hier schon was machen kann oder weiter unten. Ja, er geht natürlich schnell wieder nach oben. So. Gut, ich habe jetzt natürlich auch die Ausrüstung und dann zieht es mich immer eigentlich nach oben. Aber wir müssen ja in den Wasserfall gehen. Vielleicht sollte ich die ja besser irgendwie ausziehen oder so. Also hinter diesem Wasserfall war nichts, nur diese gleiche Textur, die man auch da oben kurz gesehen hat. Dann haben wir hier nochmal einen Wasserfallbereich, das ist aber fast der letzte, glaube ich jetzt. Okay, gut, ich weiß nicht, was hier noch ist, aber sieht so aus, als das hier der letzte ist und der ist auch hier zwischen. Also... Hier jetzt auch Schlamm, vielleicht ist doch auch so ein Hinweis gewesen, Schlamm, Schlamm, dass hier der Eingang wäre. Aber hier ist eigentlich, ja, oh, kann man ja klettern. Das sieht eben hier schon aus wie so ein versteckter Eingang hier dahinter. Seht ihr das, wo ich jetzt da bin, wie eine Türe. Aber das können wir hier nicht öffnen. Und ich bin eigentlich da... Oh, dahinter kurz. Was ist da hinten versteckt? Ah, ist nichts, oder? Ich glaube, ich bin nicht richtig oder so. Okay, richtig creepy. Also da, wo ich jetzt nach unten gekommen bin, sie hat das hier auf der rechten Seite eine Höhle versteckt. Das zeigt auch dieses kleine Tierchen hier wieder an. Dass es hier wieder was gibt. Viele kleine Rubinchen hier. Weil vielleicht ist es hier in der Höhle was versteckt. Hier hat sie auch Schlamm. Ich check jetzt mal kurz die Höhle ab. Sie sagt zwar in einem Wasserfall, aber das könnte ja auch hier drin sein, der Wasserfall. Und das ist die Höhle am Donnerhorn. Seht ihr da? Klar, das könnte hier noch, da hat es noch einen Wasserfall. Und hier vielleicht auch noch, könnte vielleicht auch dort versteckt sein. Also das ist eine richtige Tropfsteinhöhle, da komme ich irgendwie nicht so richtig nach oben. Die muss ich mal ein anderes Mal erkunden. Ich denke nicht, dass hier der Wasserfall oder so versteckt sein wird. Das heißt, wir schauen mal hier da unten noch nach. Ich meine, das sind ja alles ja so Bereiche, wo eigentlich clean sind. Das heißt, irgendwo geht es hier an den Wasserfall hinein. Ja, jetzt bin ich schon wieder an dieser Stelle. Und da unten ist da unten was gewesen. Oh, ich habe ihn gefunden. Hier ist es beleuchtet. Das heißt, das Versteck ist hier. Sie haben ja auch gesagt, zwischen. Gut, ich bin jetzt von oben nach unten gekommen und habe jetzt alles abgecheckt. Und ich bin jetzt eigentlich da. Da unten hätte es wahrscheinlich auch noch einen Bereich gegeben, aber es ist hier. Hier ist das Versteck. Ha! Und jeder, der dieses Versteck sucht, na, hier dahinter befindet es sich beim Mikau-See. Hinter
da hinten ist er versteckt. Und das Spezielle ist daran, da hat so eine Stelle hier, auch wo ich jetzt gerade bin. Bin jetzt da von rechts darüber und da kann ich jetzt wahrscheinlich da genau reingleiten. Ja, sieh an. Entdeckt. Kristallwasserpalast. Quellen von Ranel. Jawohl. Wir haben ihn entdeckt. Und ich würde mal sagen, wir machen das nächste Mal hier weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, oder Highlights, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann gucken wir das nächste Mal, was sich dahinter alles noch befinden wird. Das wird ein Spaß sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.